Einen wunderschönen guten Morgen. Obwohl, so schön ist der Morgen nicht, ne? Wenn man an gestern denkt. Obwohl, über zwei Sachen muss sie lachen. A, meine Frau war gestern noch im Churches-Konzert und hat einen Hammer-Kater. Ja, sie ist einfach super niedlich, wenn sie einen Kater hat. Und dann habe ich natürlich gleich wieder wegen aufgrund des Spiels gestern natürlich, ja, erstmal bei Königsblau TV, beim Kessi geguckt und die Ansprache gefiel mir so sehr geil. Also, wenn er schon anfängt mit Hömmer Ömer, fand ich geil. Müsst ihr euch angucken, Königsblau TV. Ja, und dann habe ich gesehen, gab es auch vom Heiligen Geist, also von meinem persönlichen Heiligen Geist, eine Ansprache, also auf Bild irgendwie so ein Interview, ne, habe ich gesagt, gut, Sonntag ist sowieso, gehe ich in die Kirche und ziehe mir da rein, was der Heilige Geist zu sagen. Also, das habe ich gesagt, Hüb Stevens wurde da interviewt von drei so Schlappen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Die sehen jedenfalls komisch aus. Das können wir uns jetzt mal eben unkommentiert reinziehen, würde ich sagen. Und zwar hier. Na, guck euch die Bilder an, dann sieht man es doch. Ja, da braucht doch keine eine andere Meinung zu haben. Ich verstehe wirklich nicht, ja, dass Menschen dann auch noch die Chance haben, um sich die Bilder anzuschauen, dass sie dann auf eine andere Meinung kommen. Ich verstehe das wirklich nicht. Unglaublich. Herr Stevens, das mal gefragt, der Knorrer aus Kerkrade, so wurden Sie auch genannt. Wie hätten Sie nach Abpfiff reagiert? Wäre da der Schiedsrichter überhaupt noch heil wieder nach Hause gekommen? Wie hätten Sie sich den vorgeknöpft? Ich weiß es nicht, aber jetzt lache ich darum. Aber glaub mir, das ist ein Witz. Das ist eine Witzentscheidung, was da gefallen wurde, ist nicht nur von der Schiedsrichter, aber auch, dass Schiedsrichter da vor das Fernsehen sitzt und der Schiedsrichter da aufmerksam aufmacht, dass da eine Entscheidung getroffen wurde, die nicht richtig war. Das ist wirklich eine Witzentscheidung, glauben Sie mir. Sie kennen das Geschäft ja schon seit Jahrzehnten. Wie bewerten Sie denn den Videoassistenten, das System Videobeweis im Allgemeinen? Na, ich glaube, das ist gut, ja, dass ein Videoschiedsrichter da ist, ja, um behilflich zu sein für den Schiedsrichter. Ich glaube, dass das gut ist, weil das Fußball ist viel schneller geworden. Und von daher kann der Schiedsrichter ab und zu mal ins Unterstützung bekommen. Aber was da gestern passiert ist, ja, das ist eine Lachnummer. So einfach ist es doch. Ja, eine Lachnummer. Da hat er recht. Und übrigens, wenn man sagt, der Knurrer von Kerkrade, das ist kein Knurren. Das ist die Sprache des höheren Wesens, ja, die nur ehrliche, echte Schalker / innen verstehen können. Das ist sowas, wenn die Amis sagen, wir speaking in tongues, also die göttliche Sprache, ne? Also ist klar. Ja, Hüb Stevens macht mich immer froh. Ich weiß nicht, warum und wie er das schafft. Er ist auf der einen Seite so ein harter Hund, aber dann zu sehen, wie man auch so menschlich und nett sein kann, ja, hab das ja mal ein bisschen vergrößert, wenn sie ihm sagen, ja, wären die dann überhaupt noch aus dem Stadion gekommen und er dann seine, einfach nur, oh. Es ist einfach Hammerkerl. Ich mach den einfach sehr. Gut. Im Endeffekt wollte ich einfach nur ein bisschen die Stimmung auflockern. Ich hoffe, es hat geklappt. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Habt einen schönen Sonntag und Montag 18 Uhr, also morgen 18 Uhr, haben wir ja dann noch ein bisschen Zeit zu reden, ne? Live auf Schalker Botschaft. Glück auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.